Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, dem Modulara BGH ist mal soweit fertig aufgebaut. Was ich jetzt so mitbekommen habe, was geht, ne? Ja, was ich noch nicht ganz weiß, wie die einzelnen Bestandteile, wie die Erde zum Beispiel, ob ich sie herstellen könnte oder so. Ja, dann wollen wir mal gucken. Also hier drin muss ein bisschen planiert werden, also ein bisschen und dann angepasst werden. Hier muss ich mal gucken. Weil ist noch irgendwie nicht 100% ideal. Ich meine, ein bisschen blöd ist es von der vom Platz her, ne? Also ich könnte theoretisch das wahrscheinlich nochmal wegnehmen. Zack, da fahren wir hier weg. Was mir fehlt, ist ja auch das Geld, ne? Das ist ja leider so. Und da muss ich mal sehen, wie das hinkriegen. Ja, irgendwie schon. So, den Milch mal hier noch reinkippen. Wenn er da. Wird nicht alles reingehen. Das ist auch nicht mein Ziel zurzeit. Da geht was rein. Nein, nicht ganz, okay, macht doch nichts. Ja. Grunde fehlt mir ein bisschen Geld. Ja, das ist leider so. Im Grunde hier bei den Hallen, normalerweise habe ich hier versucht zu gucken. Also ein Pack zusammenpackt, aber ist nicht so. Also Silos, Gebäude, Hallen. Weil sind sie los? Es ist ja im Prinzip überall mehr oder weniger verteilt, ne? Und das ist eher das Problem, dass man das Richtige auch entsprechend finden muss, ne? Sonst war das ja nichts, ne? So, hier ist das Dings. Kann ja nicht erkennen, was das für eine Funktion hat, ne? Also Grunde, muss ich ganz ehrlich sagen, muss den mal verkaufen, weil das ist mir jetzt ist schon was drin, ne? Natürlich blöd, ne? Aber was soll's machen, ne? Aber hier ist ja auch was vorhanden. Da muss ich kann es nicht weiterbauen, das geht nicht. Das aus Platzgründen geht es mal nicht. Grunde. Ja. Ich würde mal einfach mal so. Hier so. Das macht keinen Sinn, ne? Da ist ja auch offen, ne? Ah, bleib hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Man hier ranbauen macht keinen Sinn. Das ist ja ein Treibhaus, ne? Das soll ja eigentlich. Bisschen Sonne hinkommen, ne? Wenn man hier so guckt, da könnte man schon hier vorne anfangen, ne? Wie ist da der Kurs überhaupt? Da kann man jetzt nur verschieben, ne? Also muss da mit LG vorbeikommen. So. Da kann man nicht viel sehen, ne? Außer Lichtschalter. Ja, verkehrt. Auch noch läuft, ja. Weil im Grunde, weil mir auch Geld fehlt, ne? Das ist ja. So, das war das eine Teil. So, V. Und wie wäre mit Tor? Aha.
Runde verkehrt rum, ne? Ja, wäre dämlich. Okay. Ich empfinde es ein bisschen zu schwer erklärt. Also, man kann es erkennen. Allen. Ja, das ist nicht so viel. Anbauhalle, Tor rechts. Ja, das ist eher nicht das Problem, ne? Aber Anbauhalle mit Tor rechts und das mit links. Stehe ich auch mit dem Weg, ne? Immer rechts. Ich habe ja auch beschränkten Platz hier. Wenn ich planieren würde groß, dann wäre das Geld eh fast alle. Ist eh fast alle. Was wir kaufen könnten. Kleinen Kredit, ne? Für eine arme Glocke. Viel geht da nicht mehr. Kann man hoffentlich Bega ein bisschen Geld bringt, ne? Ja, innen drin noch wieder blöd, ne? Ich meine, so geht es ja einigermaßen. Hier ist auch so ein Berg. Da muss man so sagen, mit ist. Manchmal blöd. Man kann auch nicht, aber das kann man jetzt schon erkennen, ne? So. Aber ganz erschließt mir jetzt nicht, was das jetzt bringen soll, ne? Ganz ehrlich. Was ich mir, gut, ich muss dann die Molkerei vielleicht verkaufen. Und woanders hinstellen. Da hier so ein blöder Hügel hier in der Ecke. Na gut, das wäre nicht so schlimm. Weil jetzt haben wir praktisch, aber wir haben kein Geld mehr. Ich müsste höchstens ein paar Silagebahnen verkaufen. Ach, der Papier, sehe ich hier vorne. Na, jetzt haben wir hier das mit dem Krieg mit. Ja, bei Produktion. Das wären diese beiden Gebäude. Einmal ist das. Die haben wir im Grunde, ne? Und das ist ja auch nicht perfekt, ne? Ah, das sieht beschissen aus. Ja, vorher nicht planiert, da bedeutet nichts, ne? Ja, nur das alles nicht immer mein Geld verdienen. Und da können wir wegreißen. Und den Vorrichtig schön glatt machen. So richtige Bauflächen, denk mal, haben wir hier gar nicht mal. Muss nur gucken, wo der LKW ist, der große. Oder den kleinen. Das ist ja jetzt ein bisschen schwierig, ne? Finanziell. Ja, BGH bedienen und dann, ja. Aber hier wahrscheinlich auch den Bug, den das Silo-Prinzip zumacht, ne?
Das habe ich jetzt auf dem Marsch. Sehr wahrscheinlich auch. Sehr wahrscheinlich. Den Baum habe ich trotzdem hab ich hier gepflanzt, da ich mit dem LKW die Ecke sehe, wo ich mal gegenfahre. Ne? Weil da die Ecke ist ja hier ganz blöd. Ne? Wenn man so voll in der Fahrt bin, dann sehe ich da plötzlich, oh, da ist Gras gerade drauf, da wird keinen Meister zu kriegen. Nicht so vorgesehen. Ja, voll machen und dann her. Naja, genau, hier ist der Bug. Also hier ist das nicht ganz so dramatisch. Hier ist das. Ah, geht nicht weiter. Na, hier müssen wir im Prinzip mal den Silageball nehmen. Den müsste ich öffnen. Dann wieder schließen. Aber hier ist es nicht ganz so dramatisch, weil wir haben nicht so viel drinnen, ne? Also nicht mehr so viel. Und wird trotzdem warten, bis das Mais auch raus ist. Meine Sorge ist, dass der andere sich auch aufgeht. Ne? Ich verliere mal volle 2 Tage. Strom haben wir auch leer. Mal gucken, wie alles hergeht. Also hier Mineraldünger, ja gut, das müssen wir mal kaufen. Ne? Jetzt hier drin, 60.000? Ne, so 40. Geht noch eine Schaufel rein. Oder hier gleich ein paar Ballen, ne? Bin hier eben Weg umher. In der BGA geht alles rein. Wenn ich vor runterfällt, ne? Und dahinter vor allen Dingen, ne? Bei Ballen hat man den Vorteil, du kannst sie reinknallen und die hast eine Weile Ruhe, weil der Prinzip nimmt der erst dann an, wenn das Glitchern. Ja, ne? Bedarf da ist, ne? Ich mag ein bisschen mehr reinhauen. Das Silo würde ich bald öffnen und mal sehen. Ich muss aber erst den Mordakt draufbringen, das hat jetzt keinen Zweck. Geht jetzt nicht. Dann später fahren können. Der Radlader ist ein bisschen von der Höhe her ein bisschen zu klein, sonst könnte man direkt reinkippen ohne Rampe. Muss man mit Mist noch was einfallen lassen, ne? Muss ich näher demnächst den hinteren Siedel aufmachen, weil dann nicht so viel drin ist. Da wird im Frühling entsprechend, wenn ich wieder
Mal Gras oder eher Ball machen, weil den ich sofort runter. Also mit dem Sammelwagen ist das eine Katastrophe. Das hat leider nicht so funktioniert, wie das funktionieren müsste. Mit dem Sammelwagen. Dass er praktisch da, wo er aufhört, weitermachen kann. Ne? Und beim großen Feld, wenn die ganze Strecke normal fahren muss, ist er da blöd, ne? Weil, ja, mit Ballen, ne? Hast du halt eine größere Menge auf einmal mit, ne? Klar, muss dann gefahren werden, aber wahrscheinlich werde ich es immer neben Feld abstellen, also Nachbarfeld. Ist da sich da halt nichts reingefallen? Doch nicht getäuscht heute, ne? Hm. Ich hab noch reingekommen. Eigentlich? Naja. Auch wie Mais, ne? Ja, wir brauchen Wärme und wir brauchen Strom. Aber Strom werden wir nicht verteilen können, ne? Erstmal, das geht nur Direktstrom. Rohmethan, Tomaten, das ist anders. Wasser. Ist kein Strom da. Mal gucken, wo ich Strom herkriege. Lagergas ist erstmal alle. Methan ist ein bisschen was da. Mal schauen. Wie gesagt, ich bin pleite. Bisschen Geld muss ja bleiben, ne? Und das ist schlecht. Und ich nicht ganz System noch nicht ganz durchblicke, also. Das ist ein Symbol mit Erde zum Beispiel, mit der grünen Pflanze. Kann er zwar einkaufen, aber ist das nur über den Dings zu erreichen? Ist das nicht irgendwie mit irgendwas, Kompost oder sowas? Kompost herstellen oder sowas? Ist nicht sowas? Gibt denn hier so, gibt hier so ein Symbol eigentlich? Weiß ich, Anhänge? Da ist nichts bei, dann geht auch nicht rüber, ne? Zack, 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 zack. Mist. Silage. Das Symbol erscheint hier immer nicht. Also nicht. Nein. Bei dem Händler gibt es zum Beispiel Paletten, würde ich meinen. War das, glaube ich. Nee, da nicht. Paletten war schon. Nee, da nicht. Dünger. Dünger würde ich mal einen Händler kaufen. Gibt es zwei so eine Paletten mit. Speziell für Kompost. Aber das sehe ich jetzt nicht. Gartensubstrat. Ja, das ist aber. Sag mir so nichts. Hafer, Mist. Hafer, Mist. Oder kann ich es auf den Händler kaufen? Als Lose. Das war.
Gewächshaussubstrat und das meine ich. Ist ja auch nicht gerade billig, ne? Mal sehen, Geld wird nicht viel kriegen, wenn das so. Naja, die BGH. Mal gucken. Da werden wir nicht viel raus nicht bekommen. Obwohl das eigentlich ganz gut verteilt wird, ne? Was wir theoretisch verkaufen könnten, wäre ja praktisch Butter und Käse. Zum Beispiel. Mist alle. Also typisch. Müssen wir noch einmal organisieren, ne? Und hier, Bunker Klein ist klar nicht da. Das ist gut geleert, das ist anders. Müsste man eigentlich ganz gut rausbekommen, ne? Also mengenmäßig, also. Ja, ein bisschen Durchstrecke haben jetzt. Aber ich muss echt Silage verkaufen, das ist ja eigentlich nicht möchte, weil man sich die BGH von so wenig Geld einbringt, ne? Jetzt, wo wir beide Sorten haben, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ich möchte auch kein Geld schieben, ne? Das ist ja das nächste, was ich möchte. Wo das abreißt und aufbauen, ein bisschen. Kann man sicherlich ein bisschen gut schreiben, aber wie gesagt. Es geht ja so in echt ja auch nicht, ne? Was mir noch nicht gefällt, dass das halt nicht so eben ist, ne? Obwohl die drei Hallen machen mich erstmal gar keinen Sinn, ne? Überhaupt nicht. Jetzt hier nur blöd auf der Kante. Im Dezember. Da muss ich speichern, das ist ganz gefährlich. Da war es ja am Schlafen gehen, das war ja extra ein Hotfix gewesen über die Internetseite, was da war. Und da würde ich jetzt persönlich nicht riskieren, jetzt also momentan, das geht schon ein bisschen. Kann sein, dass ich mir entscheide, ich reiß den ganzen Mist nochmal ab. Planier das ordentlich. Von der Größe her. Mach daraus Beton oder sowas, ne? Und dann geht's nochmal ganz von vorn los. Das soll ich machen, ist halt so, ne? Bring den Mist rein. Ja, wenn ich die Ballen jetzt verkaufe, ist natürlich das Problem. Könnten irgendwo fehlen, ne? Da muss auch was reingebracht werden. Denke ich mal. Heu, Gülle, na gut, Gülle nicht. Butterreit, Milch, ja. Heu wird das mittlerweile hinreichen, Silage auch noch. Stroh, ja, wird auch noch reichen. Mineralfutter auch noch. War das vorne an der Farbe gewesen?
wenn es theoretisch mit Mist gewesen wäre, wäre das okay, man macht Mist rein. Dann kommt bei Kompass drauf und dann noch Kompass hat. Das ist ideales Granulat, ne? Also Mist an sich ist ja ein bisschen gefährlich, in Anführungszeichen. Nicht wegen dem Mist, sondern naja, die Kühe, Heu und das Zeug Futter, ne? Und Heu ist ja eigentlich auch Samen vorhanden. Und wenn das nicht entsprechend lang genug liegt und alles verrottet, dann hast du im Granulat plötzlich eine schöne Wiese, ne? Und dann hast du das. Ja, dann kriegst du. Ja, und Kopfbekämpfung willst du ja auch nicht machen mit Chemie, ne? Im Gewächshaus, ne? Deswegen ist das schon mal. Ja, schwierig, ne? Aber ansonsten wäre Kompass ideal, ne? Weil das ja. Aber die arbeiten ja mit Granulat, also nutzen im Prinzip überhaupt keine Erde da. Jetzt sehe ich so, Rohmethan hat nimmt zu. Mäßig. Ne? Dann können wir mal. Ja, gut. Im Januar wollte ich Dings verkaufen, ne? Hafer. Das ist aktueller Preis, aber jetzt, ne? Da kann man theoretisch ja was machen, ne? Der Verkauf bringt auch noch keine Punkte. Muss im Prinzip wie ist ja 6,5 Jahre, also fast 3 Jahre alt sein normalerweise. Ausgewachsen. Dann noch ein Jungtier. Aber es wird dunkel. Mit schummrig. Es ist 4:30. Also an Forst nicht dran zu denken, ist einfach kein Geld da. Aber ich werde es verkaufen. Alles planieren. Und dann werden wir halt sehen, ob wir Geld haben, ne? Ist halt mal so. Wie gesagt, gut schreiben. Nö, bin ich auch wieder. Da muss höchstens ein Bug sein, ne? Wenn man Ausrede hätte. Ja, übrigens, ich will mal schön Wochenstart, ne? Schon so weit, ne? Saatgut, Dünger und Erde. Ich werde es manuell machen. Erstmal und dann sehen wir später weiter mit der Halle. Ne? Weil die Hallen ist. Das blicke ich hier nicht ganz durch. So, das ist wieder Wärme. Ihr Land nicht bauen, Landwirtschaften malen. Nee. Und das ist alles, das muss alles vorher gemacht werden, ne? Also. Ups. Also, verkaufen.
Wir müssen dann im Prinzip vorher erstmal planieren. Und dann entsprechend alles schön. Düngerstation, ja. Substratlager, okay, dass man nur Substrat reinfahren, ne? So. So. Jetzt haben wir das mal als mal ganz kurz das mal aktivieren, dass wir das bisschen als Markierungshilfe nehmen und wo wir das ungefähr starten sollten, ne? Und bis wie weit, ne? Und dann ist mal ein Ebene, das ist ja eine Katastrophe. Ja, ich schaue, das soll schon vorher gewesen sein. Ich werde mir nachts schlafen und dann sehe ich dann morgen weiter. Mit Geld bin ich ein bisschen verkauft. Ein bisschen Geld ist da. Anfang. Ja, ich sag tschau. Besser gute Nacht, aber noch nicht so weit, ne? Ich hoffe, ich bin die meisten ist nicht so weit. Ja, dann geht morgen und dann planieren, betonieren und dann neu aufstellen. Tschüss.